Kreislauf und der ganze Körper sich einigermaßen einnivellieren kann. Homöostase. Ich probiere das, was wir dieses Jahr gemacht haben, noch einmal durchzumachen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich aus dem Kamerawinkel rausrenne. Ich mache das einfach. Versuchen, kleine Schritte zu machen. Was übrigens nicht so hübsch ist, weil man dann ziemlich weit oben mit dem Gewicht ist. Das war das, was wir dieses Jahr gemacht haben. Das, was nächstes Jahr drankommt. Ich habe es mir vorgenommen, ich weiß nicht, ob wir es hinkriegen, also ob ich da dran denke und so, das am 31. zu machen, weil der 31. ist auch ein Sonnabend. Quasi so als Vorschau kann ich mir auch schon vornehmen, wie lange wir für die einzelnen Formen, die da so vorkommen, wie lange wir da uns Zeit für nehmen. Für die, die sich nicht raustrauen bei dem Wetter. Ich kann es verstehen, aber ich kann euch nur sagen, es hat sich für mich immer wieder bewährt, dann doch rauszugehen. Wirklich. Na, vorausgesetzt, man hat zumindest so ein bisschen passende Kleidung. Also ich improvisiere auch, aber es klappt. Lasst es euch gut gehen, gutes Essen, gut, ausreichend guter Schlaf, Meditationspraxis, richtig. Wir müssen wirklich mal irgendwie anfangen damit, weil am Anfang ist wirklich mehr so Bespaßung auf dem Weg zur Insel des Friedens und hast du nicht gesehen und später wird es dann zu, was steht dem inneren Lächeln im Wege, das brauchen wir hier. Also es befreit einen von all diesem Blub, 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 was man leider erst später feststellt. Lasst es euch gut gehen, ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Okay.